Ich glaube, es ist Zeit, mal wieder rauszugehen. Kommt ihr mit? Dann los! Wir sind hier wieder mal in einem Wald. Aber dies ist ein besonderer Wald. Er wächst im Wasser, im Salzwasser an der Meeresküste. Es ist ein Mangrovenwald. Wenn hier jeden Tag alles einmal überflutet wird, gibt es hier wahrscheinlich kaum Tiere, oder? Vielleicht doch. Dort ist schon ein Vogel. Habt ihr ihn auch entdeckt? Es ist ein großer Eisvogel. Er ist auf der Jagd nach Krebsen. Hier ist schon einer. Er hat sich vor dem Wasser auf den Baum geflüchtet. Es scheint, dass bei Hochwasser viele Tiere auf die Wurzeln klettern. Da ist auch eine Schlange. Sie hat ganz weiße Augen. Das bedeutet, dass sie sich bald häuten wird. Und sogar manche Fische klettern auf die Wurzeln. Dies ist ein Schlammspringer. Er kann lange außerhalb des Wassers überleben, aber seine Haut muss immer feucht sein, weil er über sie atmet. Auch wenn er flüchtet, taucht er nicht unter Wasser, sondern rennt über das Wasser. Was ist das eigentlich für ein Gekreische die ganze Zeit? Ah, dort oben in den Bäumen hängen Flughunde. Es sind sehr viele. Sie ruhen sich hier tagsüber aus. Es ist nicht schwer, Männchen und Weibchen zu unterscheiden. Wie schafft es ein Flughund eigentlich, sich nicht auf den Kopf zu pinkeln? Ah, so funktioniert's. Jetzt beginnt die Ebbe, das Wasser geht langsam zurück. Diese Reiher kommen, um Krebse und Fische zu fangen. Es gibt also doch eine ganze Menge Tiere im Mangrovenwald. Und wir haben nur einen kleinen Teil gesehen. Jetzt habe ich außerdem noch eine ganze Menge Fragen. Können Schlangen, die sich bald häuten, klar sehen, obwohl sie so weiße, trübe Augen haben? Können Schlammspringer unter Wasser tauchen? Und was machen Flughunde, wenn sie ins Wasser fallen? Habt ihr eine Idee, wie wir die Antworten finden können?